Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Green Project, eine weitere Folge, in der die Rüttelmaschine läuft. Ach ja, ich habe den Tipp bekommen, und zwar eine verbesserte Küche zu bauen. Und deswegen werden wir das in dieser Folge mal angehen, in der Hoffnung, dass ich alles dafür da habe. Das werden wir jetzt gleich sehen. Und zwar gibt es hier ganz unten, hier gibt es die verbesserte Küche. Dazu brauchen wir 10 Eisenstäbe. Wie viel haben wir denn noch übrig? Oh, ich glaube, wir haben nicht genügend, oder? Nein, Eisenstab. Das ist übersichtlich. Dann machen wir jetzt erstmal die 10 Eisenstäbe. Ah, es gibt nur 5. Wir haben nicht genügend Eisen. Rohstoffe. Gut, dann machen wir die beiden schon mal, oder? Ja. Und dann sind wir eh verhungert. So, und dann machen wir den Hammer. Den Hammer da rein. Eisen da rein. Und ich gucke mal ganz kurz wegen dem Essen, dass wir das hier durchlaufen lassen. Fertig. Ja, das lohnt sich noch nicht. Du hast kein Holz mehr. Sag doch was. Und so, als hätten wir keins mehr. So, können wir die durchlaufen lassen. Dann machen wir jetzt erstmal die 10 Eisenstäbe. Ja. So, dann fehlt uns jetzt genau ein Eisen, oder? Wir gucken mal. Also, wir haben 10 Eisen. Wir haben die 4, da fehlt uns einer. Wir gucken nochmal in die Möbel. 10 Eisengitter. Die haben wir. Ja, es fehlt eigentlich nur das eine Eisen. Wie lange rüttelt der? Ich habe keinen Plan. Ich weiß nur, dass wir jetzt hier mal das Wasser ansetzen werden. Und Mais können wir nicht machen. Okay, dann esse ich jetzt einmal Mais. Und warte. Dreiviertelstunde? Eine Stunde, komm. Okay. Dann nochmal Mais. Wasser. Da haben wir das eine Eisen. Hammer, Eisen, Geoden und die Stäbe. Verbesserte Küche. Wir machen eine verbesserte Küche. Yay! So. Fertig. Wir haben eine moderne Küche. So, da haben wir jetzt den Vorteil, wir können hier Wasser kochen. Ich nehme mal hier die Steine weg. Und dann setzen wir die einfach hier unten hin. So kommen wir noch durch, können die bedienen. Ja, dann können wir da so hin und her laufen. Zack, die Woodstock-Küche. Wer kennt sie nicht, oder? Kennt ihr die Woodstock-Küche? So, dann können wir nämlich auch hier Getränke machen, das weiß ich. Gerichte auf Fleischbasis ist uninteressant. Bewahrt. Ah, wir können konservieren. Das könnte natürlich sein, dass das Essen hier rausfällt, wenn wir es fertig haben. Das stimmt. Wie machen wir das denn am smartesten? Können wir den Tisch versetzen? Den Vorbereitungstisch? Weil dann würde ich den hier so mit innen reinsetzen. Warte mal, wo ist denn unsere Zange? Mal erstmal was trinken. Können wir das essen? Jo, können wir. Was trinken. Können wir auch. Ich guck mal nach der Zange, dann können wir das vielleicht aufnehmen. Oh oh. Oh oh. Scheiße. Da waren sie wieder, meine Probleme. Bei den Samen? Und wie gesagt, bei den... Oh, danke. Was war das? Was war das eben? Es hat doch gemacht. Ach da, Vogelschiss. Kürbissamen. Einen.
Ein Kürbissamen. Es wird dunkel. Ein Kürbissamen. So, haben wir den schon mal eingepflanzt. Das ist ja nice. Und Gammelzeug haben sie gedroppt. Dann können wir doch noch hier so ein Ding voll machen. Das ist ja cool. Was ist denn das für ein geiler Event? Den Geier hier drüber. Es waren natürlich Krähen oder sowas, weiß ich. Oh, das ist aber auch schwierig durchzukommen, wenn das hier so sitzt. Deswegen setzen wir das hier so ein bisschen rüber. Ich würde sagen, wir setzen... Das ist irgendwie doof. Die musst du alles in der Breite verwenden, ne? Die Schränke nach unten. Können wir die eigentlich im vollen Zustand umsetzen? Ja, können wir. Dann fällt es aber auf den Boden. Super! Okay. Ja, warte mal, dann machen wir erstmal die Arbeit mit der Zange. Hallo? Den können wir nicht umsetzen. Scheiße. Den können wir nicht umsetzen. Ah, wir können es hier neben das Bett setzen. Hier. Machen wir es doch gar nicht so umständlich. Okay, Kommando zurück. Aber weißt du was? Dann setzen wir, glaube ich, den Schrank dazwischen. Warte mal, eins. Nee, das wird zu eng. Nee, wir setzen die Küche hier daneben. Dann setze ich den Schrank hier wieder hin. Pass doch drauf. Ah, jetzt liegt der Kram im Weg, oder was? Willst du mich verarschen? Was haben wir noch da drin? Was hatten wir hier noch drin? Der Rest weggebackt oder was? Oder hat man da wirklich so wenig drin? Komisch. So. Ah, das geht hier nicht. Der kann nur so hingesetzt werden. Hier so hin? Passen wir dann hier noch durch? Da würde neben das Bett würde er gehen. Ist vielleicht gar nicht so schlecht, oder? Zu dem Bett schlafen. Kannst du direkt was essen aus dem Bett raus. Können wir auch hier Essenssachen noch reinmachen, ne? So, den können wir uns reinziehen. Da haben wir noch ein Restchen, haben wir noch. Und da haben wir noch einmal Mais. So, jetzt gucken wir hier nochmal durch. Also, wir können Sachen konservieren. Wir können Maismehl machen. Und ich glaube, damit können wir Brot backen, hat jemand gesagt. Da. Bohnenkuchen. Aus Bohnen. Aus Maismehl und Wasser. Brot. Brot. Drischbrot. Okay, pass auf. Dann baue ich den doch wieder ab. Dann kommt er nämlich rüber und dann machen wir unseren Mais und so weiter rein. So, machen wir das. Gut, dass ich das jetzt da einsortiert habe. Hoffentlich ist es nicht so ein Ikea-Schrank, den du nicht x-fach aufbauen kannst. So. So. Zack. Ich mach auch den Kram da rein, ist egal. Das ist doch gut.
So, jetzt müssen wir den Meister drüben rausholen. Machen wir uns schön lecker Brot, weil das soll angeblich nicht vergammeln. Das wäre natürlich eine Top-Sache. Will mal kurz hier, ne, meine Woodstock-Küche in Bild und Ton festhalten. So, Bild und Ton festgehalten. Schön dunkel hier. Maismehl. Wie machen wir Maismehl? Maismehl, da unten ist es. Den Mörser und 10 von... Ein Sack? Oh Gott, wir brauchen einen Sack. Okay, also ich kriege gerade von der Regie geflüstert. Das Brot vergammelt auch, aber das Maismehl nicht. Macht mir hier draußen einen Sack? Du Sack. Ah, wie macht man einen Sack? Möbel, Werkzeuge, ist das Werkzeuge? Nö. Möbel kann es auch nicht sein. Rohstoffe. Da, Beutel. 10 Faden. Ich glaube, wir haben einmal Stoff zu wenig. Kann es sein? 8 Faden. Ah, Baumwolle. Ah, sehr schön. Wie macht man Faden? Ein Messer. Das habe ich in der Vorbereitungskiste. Werkbank. Wir müssen auch das Gatter noch machen, fällt mir jetzt gerade ein. Wo habe ich das andere Eisen hin? Hatte ich das komplett verarbeitet? Das hatte ich komplett verarbeitet. Alles klar. So, 10 Faden. Da haben wir 10 Stoff. Nein, wir brauchen den Faden. Ach, verdammt. Ah, es langt aber. So, Faden. Links. Habe ich schon wieder nicht darauf geachtet. Wo ist der Säckel? Und das Messer. Messer raus. Faden raus. Ach, hier ist noch Eisen. Nee, das hatte ich eben erst reingelegt. Guck mal. Die Steine können wir hier stacken. Das Messer können wir jetzt hier reinmachen. Den Hammer können wir reinmachen. Das hier, der Faden stackt. Die Baumwolle stackt. Fett, da haben wir noch ein Eisen fertig. Ist ja gut, beruhige dich. So. Säckel und Mais, ist es so? Was fehlt noch? Der Mörser. Hä? Denkfehler? Wo kommt denn hier der Kraftstoff rein? Ah, Kraftstoff hier reinziehen. Ah, okay. Hab ich überhaupt nicht gesehen. Geht das? Ja, das scheint zu gehen. Wir kochen Mehl. Interessant. Warte mal, dann können wir aber pennen, ne? Dann pennen wir jetzt. Dann ist auch Tag. Schlaf doch immer nicht, bist du... Beijan. Mehl. Sehr gut.
So, dann machen wir jetzt noch den. Kochen wir nochmal Wasser ab. Bis zum mittags geschlafen. Typisch YouTuber hier. Ah, hier haben wir auch noch Mais drin. Siehst du wohl? Dann können wir das auch mal rausnehmen hier. Die Flasche können wir mal auffüllen. Weißt du, was mache ich jetzt gerade mal? Während das Wasser hier kocht. Oh, ist die Baumwolle fertig? Jawohl. Die brauche ich auf jeden Fall nicht mehr anpflanzen. Das ist ja totaler Quatsch. Wenn ich schon mal unterwegs bin, kann ich auch die Gießkanne auffüllen. So. Wasserbehälter. Gießkanne. Gießkanne. So. Was machen wir denn jetzt? Es hat bis jetzt einmal geregnet. Wir sind an Tag 19. Also als ich letztes Mal gespielt habe, ging das hat's öfters hat's öfters geregnet. Weil wir haben kein Wasser mehr hier, ne? Wir sind out of Wasser. Das ist irgendwie ein bisschen ätzend. So, wir müssen... Ah, jetzt kochen wir... Mais. Das können wir noch einmal machen. Nicht genügend Kraftstoff. Das ist ein Argument. Haben wir irgendwo noch Holz? Müssen wir schnell... Oh Mann, das eine Wasser ist aber abgekocht. Das können wir schon mal trinken. Bevor der mir hier verdurstet. So, jetzt sind wir schon mal ein bisschen stabiler unterwegs. Regie sagt, in der Falle ist was drin. Oh, hallo Ratte. Und ein Huhn. Ich glaube, die lasse ich aber mal drin. Wir müssen auch unbedingt einen Tee kochen. Warte mal. Also hier machen wir Getränke, ne? Haben wir gesagt. Thymian und den Mörser brauche ich. Oder ich muss mir einfach noch einen Mörser herstellen. Thymian haben wir da. Haben wir Thymian? Thymian, Mörser, zack. Wir brauchen nämlich, wir müssen mal entgiften. Kein Holz mehr. Verdammt. Okay, wir müssen doch Holz hacken. Wo haben wir denn noch Gammelbäume? Wo hat man denn noch welche stehen? Kaffee ist übrigens auch fertig, sehe ich gerade. Hat man noch Gammelbäume? Achso, warte mal. Wir können mal hier das auffüllen und dann können wir die Gießkanne komplett leer machen. So, Kaffee ist fertig, dann füllen wir das auf und hier können wir einen Rest reinkippen, wenn dann noch was übrig bleibt. So, einen Kaffee können wir. Bevor ich es vergesse. So, also wir kriegen auf jeden Fall Wasser noch oben aus den Gebäuden, die hier rumstanden, weil da waren ja Gebäude... Oh, die Blumenwiese ist fertig. Da waren ja Gebäude, in denen noch... Weller Sound, in denen noch Badewannen und so weiter drin waren, ne? So, wir müssen aber auf jeden Fall jetzt anfangen, Gatter zu machen. Ich will mal ganz kurz hier rüber, um noch ein bisschen Holz zu holen. Jetzt kommen wir mit dem Kochen nicht klar. Und wir brauchen nur noch Holz, wobei wir haben eine Holzscheite, glaube ich, da. Mit denen wir das Gatter bauen können, damit wir endlich Hühner züchten können. So, wir müssen erst noch ein bisschen Holz holen, sonst dauert das hier. Stimmt, es war noch ein Brunnen. Oben rechts war sogar noch ein Brunnen, fällt mir gerade ein. Also gut, wir werden auf jeden Fall noch an Wasser kommen, da bin ich mir sicher. Und ich meine, dass wir in dem, als ich es off, also ohne Let's Play gespielt habe, das Spiel, da war es so, dass wir noch so einen zweiten großen Behälter gefunden hatten. So ein 500-Liter-Teil. Das würde ein bisschen Wege sparen. Na komm. Wie viel haben wir denn jetzt? Naja, komm, zum ersten Kochen langt das erstmal.
Und ich würde auf jeden Fall gerne einmal Brot backen. Damit wir hier wieder was zu futtern haben. Das können wir trinken. Und wir müssen das Gatter bauen. Hatte ich jetzt die Gießkanne aufgefüllt? Die hätte ich nicht aufgefüllt. Machen wir das gerade mal. Und ich würde auch kein... Ach, so vieles zu tun hier. Vom Hütchen auf Stöckchen. Das haben wir. Das machen wir voll. Die Gießkanne. Okay. So, bitte regne mal, Spiel. Tu mir doch mal den Gefallen und mach mal hier Blitz und Donner. Weil langsam wird's hier echt knapp. Das ist nicht gut. So, jetzt machen wir uns erst nochmal Wasser. Ich gehe mal wieder ein bisschen näher ran. Ah, zack, hat geregnet. Oder war das das Raus- und Reinzoomen? Ah, es gibt immer so Störungen. Schade. Ich dachte, es wäre Regen. Haben wir den einmal Tee gekocht? Haben wir nicht, weil uns das Material gefehlt hat. Gut, dann kriegen wir hier zweimal rein. Und kochen einmal Thymian-Tee. Dann machen wir hier einmal rein. Und machen, haben wir schon Mehl? Einmal Mehl haben wir. Wo ist das Brot? Bewahrt. Nee, das ist nicht, oder? Pflanzliche Basis. Brot. Brot. 100 Wasser haben wir hier. Können wir aus der Gießkanne? Geht das? Süd. Nicht genügend Kraftstoff. Wie können wir denn hier mal so ein Ding... Ach, dann ziehen wir halt alle rein. 4 Stunden 50... Achso. Für 4 Stunden 50 haben wir noch Brennmaterial. Alles klar. Gut. Der braucht noch ein bisschen. Wie lange warten wir denn? Ich habe keine Ahnung, wie lange wir warten müssen. Viertelstunde? Der Tee ist fertig. Das ist gut. Den ziehen wir uns auf jeden Fall rein. Dann, bevor wir das Gioden... Gedöns vergessen. Machen wir das hier. Dann kochen wir einmal Wasser ab. Wie lange braucht denn das Brot? Orbelang. Gut, zur Not haben wir hier noch was zu essen drin, ne? Und hier haben wir auch noch ein bisschen Wasser, sehe ich gerade. Den Mais noch, den Tee. Oh, haben wir noch. Wie viel ist da noch drauf? 20. Okay. Okay. So, pass auf, dann befüllen wir die Vergammler nochmal. Da ist nichts mehr drin. So. Jetzt schauen wir noch schnell noch ein Gatter und dann sind wir schon wieder am Ende einer Folge. Ich weiß nicht, was wir genau brauchen fürs Gatter. Wir gucken erstmal, was wir brauchen. Tierzucht. Holzzaun. Gibt es auch eine Tür? Holztor. 20 kleine Stöckchen. Oh Mann, haben wir viele Stöckchen. Ein Hammer und 50 Nägel. Ihr wollt mich doch verarschen, oder? Ihr wollt mich doch verarschen. Gut. Wir haben einmal Metall da. Ich glaube, das geht irgendwie mit dem Hammer. Hammer. Nägel? Ne, sind Eisenstangen. Wie geht das mit den Nägeln? Landwirtschaft nützliches Rohstoffe. Nägel.
Hammer und Pfeile. Natürlich haben wir nicht genügend, ne? Gut. Dann brauchen wir noch Stöckchen. Komm gleich wieder. Brot ist noch nicht fertig, oder? Das Wasser ist fertig. Das ist gut. Kein Holz mehr. Eschen, was ist immer. Was ich jetzt mal ganz kurz ausprobieren wollte, hier sind so Risse drin. Nee. Das geht nicht, okay. Ich dachte, da könnten wir irgendwie was raushauen. Wir können Pilze verrotten lassen, ne? Wenn wir das hier fällen, die Pilze, dann haben wir echt genügend zum Vergammeln. Die müssten ja eigentlich auch draußen vergammeln. Was machen wir jetzt? Das hat einen Schlag getan. So, ich sammle mal ein bisschen. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich werde ein bisschen gammeln, ein bisschen Dinge tun. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis demnächst, wenn wir noch Holz brauchen. Bis dahin. Und Pilze. Und ganz viel. Und ich sammle. Und ich sammle. Und ich sammle. Und ich sammle.